Hallo und herzlich willkommen hier zu einer Ableitung einer LN-Funktionsschar, die da lautet fa von x. A ist der Scharparameter, x ist die Variable. Die Funktionsvariable ist gleich a mal, Klammer auf, x minus ln von x² plus 1. Okay, erstmal gucken. Das a ist in diesem Fall total unproblematisch. Denn in den Basisableitungsregeln, gibt es auch ein Basisableitungsregel-Video dazu bei oberprima.com, steht, dass beim Ableiten Faktoren stehen bleiben. Faktorregel nennt sich das Ganze. Und dieses a hier ist ein Faktor vor allen Termen, die mit x was zu tun hat. Deswegen können wir da erstmal a mal in Klammern davor schreiben. Und jetzt müssen wir hier den Term innen ableiten. Da sehen wir, wir haben eine Summe bzw. eine Differenz, also eine Strichrechnung. Links von der Strichrechnung steht was mit x und rechts davon auch mit x. Und zusammenfassen können wir das auch nicht. Also wenden wir auch hier wieder eine Basisableitungsregel an, und zwar die Summenregel. Und zwar heißt die Summenregel, leite dann beide Teile einzeln ab und behalte die Summenstruktur bei. Das heißt, wir können jetzt x ableiten. X ist abgeleitet, das ist ja 1 mal x hoch 1, ne? Wenn wir 1 mal 1 rechnen, kommt da 1 raus, und x hoch 0, wenn wir hier oben einen abziehen, kommt auch 1 raus. Also 1 mal 1 mal 1 gleich 1. Man kann sich auch gemerkt haben, dass x immer zu 1 werden. 2x wird abgeleitet zur 2, 1x wird abgeleitet zur 1. Da kann man sich dann irgendwas raussuchen irgendwie, und ax zum Beispiel würde dann ja abgeleitet werden zu a. Irgendeine von den Sachen kann man sich dabei merken, aber wir sind ja jetzt hier eigentlich auch schon bei einer fortgeschrittenen Version. Wobei diese beiden Dinger hier tatsächlich einfach die, nicht einfach, sondern die Basisableitungsregeln sind. Jetzt kommen wir zu diesem ln-Teil. Dazu gibt es bei oberprima.com schon etwas. Das ist ja eine verkettete Funktion. U ist ln von v. Wobei v gleich x² plus 1 ist. Dann ist das eine Kettenregel. Also u von v abgeleitet ist gleich u' von v mal v'. Wobei wir jetzt hier nochmal checken müssen, was ist u' eigentlich? Vokabel ln von x wird abgeleitet zu 1 durch x und ln von v natürlich zu 1 durch v. V' ist in diesem Fall nach der Potenzregel 2x, und die Summenregel und die Konstantenregel ist auch noch am Start, damit ich jetzt hier das nochmal ein bisschen weiter droppe. Also x² plus 1 gleich wird abgeleitet zu 2x, dann können wir das hier einsetzen, dann steht da nämlich, das Minus bleibt stehen, habe ich ja gesagt, diese Grundstruktur. Ln wird jetzt abgeleitet zu 1 durch. Das V finden wir ja hier wieder, ist also 1 durch x² plus 1 multipliziert mit der Ableitung hier, mit 2x. Und dann können wir den Term hier in der Klammer vielleicht noch irgendwo zusammenfassen, Fragezeichen. Man kann ihn natürlich auch so stehen lassen, aber hier steht ja 1 durch x² plus 1 mal 2x Einzel. Da multiplizieren wir zwei Brüche. Diese 1 müssen wir nicht notwendigerweise damit dazu schreiben. Dann kommt daraus a mal 1 minus 2x durch x² plus 1. Und damit haben wir die erste Ableitung dieser Funktion bestimmt. Und die zweite Ableitung dieser Funktion ist dann natürlich etwas, was hier mit einer Quotientenregel zu tun hat. Aber das wollen wir jetzt gar nicht weiter vertiefen in diesem Video. Vielleicht mache ich gleich irgendwie, mache ich in der Pause mir einen Plan und sage, dann mache ich davon auch noch die zweite Ableitung. Bin ich noch nicht ganz so sicher. Hier ist nochmal das Schild im Bild, denn das Video hier ist ja jetzt zu Ende. Und da bleibt mir nur übrig zu sagen, tschüss und auf Wiedersehen.